Ja, Momo Leute, euer Seo hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Heute mit ein bisschen Organisation hier auf unserer World. Es ist echt schon viel geworden hier. Wer jetzt gedacht, unsere Leute sind unterwegs. Paula Not dauert 42 Minuten, wird aber heute nichts mehr. Aber wir haben drei Leute unterwegs, ne? Krass. Nicht schlecht. Spiel schon Feuerprobe. Ich bin gespannt, ob die das zu zweit hinkriegen. Ich meine, ich hab's alleine hinbekommen. Und die sind zu zweit. Aber ich muss leider Regeln festlegen für diese Spielshow-Feuerprobe, weil es ist ganz einfach zu googeln. Ich weiß, ich habe selber gegoogelt, ja, aber nicht um die Antwort herauszufinden, sondern nur um herauszufinden, was Vault hast du nicht gesehen ist. Und dann hat mir ja im Endeffekt jemand anderes quasi die Aufgabe, beziehungsweise den Namen quasi telepathisch übermittelt in Discord. Von daher passt das schon. Hui, so ein Käse. Gold sehe ich gerne. Strahlenschutzanzug. Was habe ich denn jetzt gemacht? Naja, egal. So, das sind unsere derzeitigen Quests. Wird immer weniger, habe ich ein Gefühl. Oder es liegt daran, dass drei unterwegs sind. Naja. So, wir kriegen auf jeden Fall Stimps ohne Ende. Das ist schon mal ganz gut. So möchte ich das sehen. Wen haben wir hier? Pascolina. Ja. Ja, hier ist alles voll. Gut. Alle, die heile sind und nicht Deadline und Julian heißen. Hier geht man da hin. Wo ist die Schmelzlocke? Da ist die Schmelzlocke. Geht man da hin. So, dann möchte ich, bevor wir irgendwas hier klären in der Vault, die Leute rausschicken. Alle, die gesund sind zumindest. Lero. So. Kein Lero, der irgendwie Stims mitnehmen will. Leute, verbraucht eure Stims. Joshua, Kara, der Löwe. Mrs. X. Yesin. Monkeys hast nimmt 3 Stems und 1 Red mit ins Ödland. Alles klar. So, Quest. Tywin will zum Friseur. Okay. Das kriegen wir auch hin. Siropella braucht noch ein bisschen Monkey Sass. So, du bekommst 6 Red Away. 6 Stims, 3 Red Away mit. Alles klar. So, Jason. Wo ist denn unser Monkey Sass schon wieder? Nicht Monkey Sass. Tywin. Tywin Lannister ist da. Er möchte gerne zum Friseur gehen. Das darfst du natürlich. Frisur 10. Und dann ins Ödland mit 10 Stims und 1 Red. So, ich werde aber heute mal eine kleine Ausnahme machen. Denn ich habe Tywin jetzt ungefähr 4 Folgen lang übersehen, dass er zum Friseur wollte. Das heißt, Lero. Lero! Was ist mit dir nicht in Ordnung? Ah. Das heißt, ich gebe ihm gleich erstmal seine Frisur aus. Also nicht geldmäßig, sondern Nuka-Cola-mäßig. Dass er direkt ins Ödland kann. Weil er hat schon ziemlich viele Tage verloren, dadurch, dass ich ihn ignoriert habe. So. Das sieht ja gar nicht mal so schwer aus. Was hast du eigentlich für eine Katze? Pumpkin. Stimmt. Der Züchter. Oh, du haust die alle mit einem Schuss weg, ne? Schade, dass die Katze so nutzlos daneben steht. Okay, ich würde schon fast sagen, dass diese Quest gehört so gut wie dir. Alero, was geht eigentlich mit dir ab? Du hast P3, das ist so kein Grund dafür, nach 2 Sekunden irgendwas zu finden. Ein Teddy und ein Stim, wow. Krieg ich da wieder Sachen geschenkt hier? Mein Sohn, der Glückspilz, hat mehr Glück als sein Vater. Da ein Oberflächenbewohner. So tief seid ihr auch nicht. Wie gut, dass unsere experimentellen Tarnfelder aktiv sind.
Es? So können wir ihn in seiner natürlichen Umgebung studieren, ohne dass er uns sieht. Alles klar. Psst, er kommt in unsere Richtung. Ihr wisst aber schon, dass ich euch sehen kann. Ich verspüre plötzlich den Drang, genau auf diesen freien Bereich zu schießen. Ich werde mal so tun, als hätte ich das nicht gehört und gesehen. Ich finde den mittleren Satz am besten. Ich verspüre plötzlich den Drang, genau da auf diesen freien Bereich zu schießen. Oh oh. Hauen die jetzt ab oder kämpfen die? Oh, die kämpfen. Das war der Boss. Leute, das war der Boss. Wenn da jetzt noch eine Tierbox drin ist, Lero, dann komme ich dich besuchen und ich schwör's dir, ich werde dir so in den Arsch treten. Geht doch. Geht doch. Hier draußen zu leben ist keine schlechte Idee. Ja, vor allem, wenn man tot ist. Ja, Militärbekleidung, ein Teddybär. Wobei, die ist glaube ich, normal. Das ist ja eine normale Kleidung. Ein Nuka-Cola und 447 Kronkorken. Kann sich schon sehen lassen. So, ich möchte heute damit beginnen, einen Trupp herzustellen, der für uns Quests macht, die zwischendurch gemacht werden können. So, mit einem Stimpack kann er jetzt weiterlaufen. Wow. Überlebe 6 Red-Skorpion-Angriffe ohne Opfer. Dafür müssten die schon kommen. Also gut. Wir haben hier 2 Mädels, ne? Also Barbara. Ich würde sagen, du bist unsere Nummer 1. Vault. Explorer nenne ich dich einfach mal. So. Die sind unsere Vault Explorer und diese brauchen spezielle Eigenschaften. Alle. So, das heißt, du gehst mal dahin. So. Dann haben wir hier Raymond Penner. Vault Explorer. So, sehr schön. Das heißt, diese Leute sind natürlich für euch gesperrt. Diese werde ich nur ich verwenden. So, Frisur Nummer 10. Die Lannister-Frisur. Abbrechen? Ich wollte natürlich die in deiner Haarfarbe behalten. Die 10, eine Glatze. Ja gut, aber Tywin sah doch eher so aus, oder? Naja, das hier sieht halt wirklich schon ein bisschen nach Tywin aus. Er hatte so ganz stopplige, kurze Haare. Also eher so 18 würde ich sagen, oder? Aber laut Buchvorlage ist diese Frisur richtig. 12 Minuten, na gut. 300 Kronkorken werden dir natürlich abgezogen. Allerdings habe ich dir versprochen, für 12 Minuten 3 Nuka-Cola. Die nehme ich natürlich, hole ich natürlich zurück, ne? Tada, Tywin! Er sieht wirklich glücklich über seine neue Frisur aus. Alles klar, dann. Hallo? Geht doch. Geh mal raus mit 10 Stims und 1 Red. Alles klar, Chef. Damit bist du schon mal weg. Da rennt er. So. Sehr schön. Wir kommen voran. Sammle 6 Waffen. Ah, ich denke nicht dran. Ich muss vorher daher gucken. Stelle 4 Waffen her. Dafür benötigen wir ein Opferlamm. Oh, guck mal. Cynthia Brooks. Nein. Die wäre nicht gut dafür. Cynthia Walker. Nein, sonst kriegt ihr wahrscheinlich noch ein Level up. Hier, mein Opfer. Evil. Du stellst uns jetzt mal ein paar Waffen her. So sieht's aus.
Damit wir die Quest schaffen können. Ich könnte es ja auch beenden, aber das muss nicht sein. Ja, schade, dass die Lehrer mal wieder die Quest abgesahnt hat. Vielleicht kommt noch eine zweite, aber ich bezweifle stark. Macht mich irgendwie traurig, dass er das immer kriegt. Ich meine, ich bin momentan nicht draußen. Mir soll es egal sein. Was ich gerne machen würde, ist hier die E5-Kleidung. Und dafür muss ich erstmal ein paar Leute auftreiben, die Brahmi-Laser verkaufen. Also Leute, nochmal für euch. Schaut ab und zu mal beim schwarzen Brett vorbei. Nicht nur für mich, sondern auch für andere, die da Dinge anbieten und die da Dinge haben wollen, damit wir, ich will nicht sagen Ökosystem bekommen, sondern ein Wirtschaftssystem, das wollte ich sagen, ein Wirtschaftssystem hier haben. Oh, reiner Zufall ist fertig. So, Fallout Boy, du wirst, glaube ich, noch benötigt, oder? Oder? Und ich glaube, Fallout Boy wollte ja mit irgendwas raus, ne? Ich weiß, ich zoome gerade wieder ran. Ich werde auf die nächste Quest 2 Stims mitnehmen. Im Ödland beim nächsten Mal 3. Okay. Dann ziehen wir los mit 3 Stims. Alter Bruder! Wo bist denn los? Du darfst... Ich weiß nicht, ob du jetzt schon raus darfst. Du hast ja noch nichts gesagt, ne? Dann stelle ich vorab erstmal dahin. Shiva! Die kleine Rotzgürre. Wieder am Scheiße bauen. Er hat noch nichts gesagt. Ich vermute mal, der will auch so wie ich noch eine E-Kleidung haben, bevor er überhaupt loslegen kann. Deswegen hat er wahrscheinlich auch beim schwarzen Brett inseriert, dass er Brahmin-Leder haben möchte. So, habe ich eigentlich schon ein bisschen Brahmin-Leder? Inventory. So, nein. Oh, ich habe Midos Herstellungskosten. Stimmt, da war ja was. Ich habe die letzten Tage auch nicht mal arbeiten gedrückt, weil ich einfach keine Zeit hatte. So eine Scheiße. Naja, was soll's. Zumindest, dass mit dem Strom funktioniert. Und jetzt müssen wir gucken, was wir mit den anderen machen. Also, wir haben noch 1, 2. Wieso ist die 1 jetzt hier oben? Ich verstehe diese Nummerierung nicht. Aber wahrscheinlich 1 und 10, ne? Was, wenn ich hier 01 eingebe? Ich glaube, wir müssen so arbeiten. Na, das mache ich gleich alles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sehr schön. Was haben wir noch für Leute, die Namen bekommen sollen? Ich glaube, wir haben keine Namen mehr frei, ne? Vault Explorer, Vault Explorer, Yassin. Alles klar, wir brauchen noch einen Vault Explorer. Ich hätte eigentlich gerne zwei Männer und eine Frau, aber wenn es nicht anders geht, dann brauchen wir, nehmen wir zwei Frauen. Just Mike. Ja, nehmen wir mal dich hier mit. Vault Explorer. So. Sehr schön. Haben wir jetzt 3 Vault Explorer, 2 Frauen, ein Männchen. Und du bist die Nummer 5. Könnte ich auch eigentlich auch nehmen, ne? Alles klar, ich weiß nicht, welche Nummer du warst, aber du kriegst jetzt einfach die 5. Und du wirst dann Vault Explorer. Auch wenn wir eigentlich Stärke-Fuzis brauchen. Ja, aber gut. Kriegen ja eh noch mehr Menschen zusammen. Damit haben wir unsere Vault Explorer quasi ausgesucht. Gehen wir da hoch. Ihr macht mal Stärke zuerst fertig. Ich möchte gerne, dass sie alle Attribute hochkriegen. Quasi so Allround-mäßig. Damit sie tatsächlich alle Quests, die jetzt für uns normalsterblich unmöglich sind, wie tägliche Quests, abschließen können. Und dann diese täglichen Quests quasi in den Shop hineinzubringen. Also die Sachen, die man verdient. Das ist schon ganz praktisch. Und wir haben 24.000. Wir können bald
Dini upgraden. Die Waffenfabrik. Falls ich es nicht vorher schon ausgebe. Kann ja auch sein. So, alles klar. Wir haben die Quest geschafft. Wir haben Leute. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns damit in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir auf jeden Fall Klee im Kasper machen zuallererst, damit die so schnell wie möglich zurückkommen. Dann könnt ihr vielleicht schon los auf eure Quest. Hey, wer bist du? Lisa Blatt. Du bist die fehlende Nummer. Eins. Zwei. Die zwei fehlt, alles klar. Nur zwei. So. Dann trainieren wir Intelligenz. So Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's richtig ab. Haut rein, euer Zero. Tschüss.